An der Flussstraße östlich von Schnellwasser erstreckt sich das Land des Hause Bracken. Deren Sitz ist Steinheck, eine Burg, die zum Herrschaftsgebiet der Tullys gehört. Die Brackens leiteten sich von den ersten Menschen ab und gehörten in einer späteren Ära dem Hause Baelish von Harrenhal an. Wir schauen uns die historische Entwicklung der Hengste an und welche ihre wichtigsten Mitglieder waren. Schon im Zeitalter der Helden hegten sie eine Feindschaft gegenüber den Schwarzhains von Rabenbaum, weil beide Häuser einmal Flusskönige am Trident waren. Die Chroniken sind sich nicht einig, da die Schwarzhains behaupteten, sie wären die wahren Könige gewesen und die Brackens lediglich kleine Lords und berühmt für deren hervorragende Pferdezucht. Mit dem daraus erwirtschafteten Geld haben sie Söldner angeheuert, die die Schwarzhains gestürzt haben. Daraufhin ernannten sich die Brackens selbst zu den Königen am Trident. Nachdem die Andalen in Westeros ankamen, wurden unzählige Male Frieden geschlossen und so viele Hochzeiten arrangiert, die aber letzten Endes alle zu nichts führten. Konflikte und Streit lösten die Rivalität wieder aus und so begann alles von vorne. Diese Fehde musste schon des Öfteren von dem Lord von Schnellwasser geschlichtet werden. Während der Invasion der Andalen kämpften die Brackens und Schwarzhains zusammen in der Schlacht am Bitteren Fluss, unterlagen aber der Präsenz und Waffengewalt, welche die Andalen mitbrachten. Haus Schwarzhain hielt weiter den Glauben an die alten Götter fest, während die Brackens sich zu den Sieben fügten. Ein legendärer Bastard namens Benedikt Strom soll die Flusslande vereint haben und führte diese gegen die Andalen in die Schlacht. Benedikts Eltern stammten aus den Häusern Bracken und Schwarzhain. Seine Dynastie nannte er Gerechter Mann, die auch gleichzeitig die Geburtsstunde des gleichnamigen Hause war. Die Gerechtermanns herrschten 3 Jahrhunderte über die Flusslande, ehe sie vernichtet wurden. Daraufhin brachen erneut Bürgerkriege aus, wo zahlreiche Kleinkönige um die Vorherrschaft stritten. Harwin Hoffart nutzte die Gunst der Stunde und fiel von den Eiseninseln in die Flusslande ein. König Eric Durandon regierte zu diesem Wendepunkt über die Flusslande. Lady Agnes Schwarzhain zog gegen den Usurpator in den Krieg. Sie wurde jedoch von Lord Lothar Bracken überfallen, der sie und ihre Söhne an Harwin auslieferte, der diese sofort umbrachte. Lothar erhoffte sich durch diese Geste, ein neuer König zu werden. Diese Vorstellung nahm ihn Harwin, der die Flusslande seiner Herrschaft fügte. Lord Bracken vereinte ein paar wenige Lords und rebellierte gegen die Hoffarts. Diese waren mittlerweile so mächtig, dass sie die Rebellion niederschlugen, Steinheck plünderten und Lothar ein Jahr lang in einen Krähenkäfig aufhingen, wo er langsam verhungerte und durch die Krähen einen grausamen Tod erlitt. Ungefähr ein Jahrzehnt bevor die Eroberungskriege begannen, brach wieder ein Krieg zwischen den Brackens und Schwarzhains aus. König Harren Hoffart sah darin eine Störung für die Errichtung seiner Festung Harrenhall. Er beendete den Streit mit einem harten Schlag. Als Aegon der Eroberer in den Flusslanden eintraf, schlossen sich nahezu alle Häuser ihm an, eingeschlossen der Schwarzhains und Brackens. Nach der Auslöschung des Hauses Hoffart ernannte Aegon Edmund Tully zum neuen Oberhaupt der Flusslande. Königin Visenya kümmerte sich um die Feindschaft der Schwarzhains und Brackens, indem sie jeweils einen Sohn des einen Hauses mit einer Tochter des anderen vermählte. Daraufhin wurde endlich ein Frieden zwischen den beiden Häusern besiegelt. König Jaehaerys schuf einen Frieden, welcher 50 jahrelang währte. Nach seinem Tod gab es wieder die ersten Konflikte. Prinzessin Rhaenyra besuchte 112 nach Aegons Eroberung die Flusslande und die Söhne der Lord Brackens und Schwarzhains veranstalteten einen Zweikampf, um die Gunst der Prinzessin zu erlangen. Während des Drachentanzes herrschte Umfried Bracken. Zu dieser Zeit ereigneten sich keine weiteren Vorfälle. Auf ihn folgte ein Lord Bracken, dessen Vorname bis heute unbekannt ist. König Aegon IV. Oder auch Aegon der Unwerte ernannte Lord Bracken zur Hand des Königs und nahm seine Tochter Barbara zur Mätresse. Barbara Bracken war im Übrigen auch die Mutter von dem Bastard Aegor Strom, der einigen besser bekannt sein sollte unter seinem Beinamen Bitterstahl, der spätere Gründer der Goldenen Kompanie. Zur Zeit der Ereignisse der Serie regierte Lord Jonas Bracken über Steinheck. Er ist einer der treuesten Vasallen der Tullys und kräftig gebaut. Er hat mehrere Töchter und sein einziger Sohn ist der Bastard Harry Strom. Jonas ist für seine Offenheit zu mehreren Frauen bekannt. Das Wappen der Brackens repräsentiert einen roten Hengst auf einem goldenen Wappenschild auf braunem Grund. Und damit sind wir hier nun wieder am Ende unseres Videos angelangt. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Folgt uns auch gerne auf Insta und verpasst nicht, uns zu abonnieren, um immer up to date zu bleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.